Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 15 News Update. Gerade eben wurde die Premiere des neuen Season 15 Stories from the Outlands Trailer gefeiert. Ich zeige den am Ende des Videos ohne eine Analyse. Gibt, denke ich, nicht viel zu erzählen, aber es lohnt sich reinzusehen. Wir erfahren schon ein bisschen was über die neue Legende, zumindest storytechnisch. Hier haben wir sie übrigens schon, Catalyst tatsächlich. Optisch ein bisschen anders als geleakt, aber sehr, sehr nah an den geleakten Bildern. Optisch finde ich sie auf jeden Fall extrem geil. Und die EA-Seite hat sich vor Release des Trailers einige Minuten vorher schon aktualisiert, sodass auf Twitter schon einige Bilder erschienen. Und es gibt natürlich auf der EA-Seite schon ein bisschen was zu erzählen. Ich zeige euch, was EA uns alles schon mal Schönes an Schnipseln hinschmeißt, womit wir... Jetzt möchte mein Handy mit mir reden. Applaus. Was erzähle ich hier, dass das Handy angeht? Geil. Auf jeden Fall auf der offiziellen EA-Seite könnt ihr es schon sehen. Catalyst. Hier, so heißt sie tatsächlich. Und ihr richtiger Name ist Tressa Smith. Und sie kann Terraforming Spaß machen. Also Flüssigkeiten manipulieren. Wir kennen es aus den geleakten Gamefiles. Aus flüssigen Sachen feste Objekte machen. Türme erstellen und so weiter und so fort. Ich denke, am 20.10., wenn dann der Launch-Trailer rauskommt, werden wir noch ein bisschen mehr davon sehen. Auf jeden Fall heißt die neue Divided Moon Map Stellar. So heißt die neue Map. Also nun ist es natürlich sowas von offiziell, dass natürlich die neue Map kommt, offiziell endlich mal. Und das Giften, Geschenke verteilen, kommt tatsächlich auch schon in Season 15. Ich klicke mal kurz drauf, kleinen Moment, vorher zeige ich euch natürlich noch das Logo des Battle Passes, der Eclipse heißt. Mehr erfahren wir hier noch nicht, aber das Giften wird näher beschrieben. Die Art, wie man Leute beschenken kann, finde ich tatsächlich nicht so geil. Ich habe gehofft, dass sich da EA und Respawn ein bisschen mehr einfallen lassen, dass man Sachen vielleicht erspielen kann, dass das Ganze kostenlos ist. Und natürlich ist es nicht kostenlos. Also für den, der beschenkt wird, ist es natürlich kostenlos. Aber im Endeffekt funktioniert es so, du musst demjenigen, dem du etwas schenkst, mit dem musst du erstmal 2 Wochen befreundet sein. Das heißt, wenn jetzt hier jemand im Chat sagt, boah, kannst du mir nicht den Skin schenkt, man könnte ja ein paar Skins verlosen im Stream oder so, was vielleicht eine coole Idee wäre, dann funktioniert das so nicht. Du musst den 2 Wochen schon in deiner Freundesliste haben. Das heißt, wenn in 2 Wochen die neue Season startet und du jetzt schon den Freund drin hast seit 2 Wochen, dann funktioniert es sofort zum Start. Und du musst mindestens Level 10 sein. Das heißt, du kannst dir keinen neuen Account erstellen und kannst da erstmal irgendwie rumschenken und machen und tun, wie du willst. So, das dazu. Was natürlich passiert, wenn du jemanden überraschend was schenken willst, was der andere aber schon hat, wird hier nicht beschrieben. Auf jeden Fall funktioniert es so. Du gehst ganz normal in dein Shop-Menü und dort hast du jetzt einmal ganz normal kaufen für dich und einmal kaufen für Freunde, Geschenke. Und du kannst maximal am Tag auch leider nur 5 Geschenke verteilen, die dich viel Geld kosten. Mensch, nur 5, das ist aber schwach. Ich hätte am liebsten pro Tag 10 verkauft. Na, wie auch immer. Du kaufst von mir aus diesen Skin, dann öffnet sich unter den Geschenken dieses Menü. Dort musst du den Namen des Freundes eingeben, plattformübergreifend. Ganz wichtig, du kannst es auf jede Plattform verschenken. Finde ich natürlich cool, wenn man sowas schon macht. Und im Nachhinein sieht es dann bei demjenigen, der beschenkt wurde, genau so aus. Du kriegst hier so eine Newsbox und so eine Inbox, wo du das Geschenk dann öffnen kannst. Und wenn du das Geschenk dann geöffnet hast, sieht das Ganze so aus. Also wie gesagt, ich finde die Idee, dass das kommt, geil. Aber die Umsetzung ist natürlich wieder EA. Ohne Worte. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Trailer. Natürlich bin ich ein Stück weit gehypt auf Season 15. Ich bin gespannt, wie die neue Map wird. Wir kennen alle schon eine Menge Leaks. Am Mittwoch um 19 Uhr ist dann der Teaser, wo wir das goldene Ticket einlösen können. Ich spreche jetzt bewusst nicht drüber, was da wahrscheinlich passiert, weil ich heute erst drüber gesprochen habe. Vergesst also nicht, das goldene Ticket euch noch aus einem goldenen Replikator für 125 Crafting Metalle einzulösen. Wer da ein bisschen mehr sehen will und vielleicht schon ein bisschen gespoilert werden will, der sollte das heutige Video von vor ein paar Stunden zusätzlich noch sehen.
Und was ich dazu noch sagen wollte, natürlich bin ich mega gehypt, aber ich weiß, dass in letzter Zeit die Spielerzahlen extrem zurückgehen. Ich kann es verstehen, Overwatch 2 ist jetzt auch noch draußen. Allgemein haben die meisten keinen Bock mehr auf das Spiel, weil es eigentlich immer schlimmer wird. Ich kann das eigentlich bestätigen, aber ich hoffe irgendwo trotzdem auf einen richtig geilen Start von Season 15. Vielleicht werden wir ja nach 15 Seasons endlich mal nicht enttäuscht. Das wäre doch mal eine Nummer. Sollten wir doch enttäuscht werden, wird es ganz, ganz finster. Aber das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Trailer. Und wir sehen uns schon im nächsten Video morgen über eventuell zukünftige Ranked-Änderungen, die vielleicht in Season 15 schon kommen könnten. Ja, lasst euch einfach mal überraschen. Viel Spaß jetzt bei dem Trailer. Haut rein. Ciao. Hmm, and that's supposed to tell you something? This crystal represents courage. This represents beauty. Okay, spot on so far. And what does the bag of rocks say about you? Let's find out. Only by working together can we ensure the survival of warriors. Hope is not lost. Thanks to the generous contributions of Hammond Robotics, a plan to stabilize Cleo is underway. Our moon is crying out for help. I sense her pain. She needs us to protect her. Let me guess. That someone is us. Someone needs to do something. Last time we listened to you, we almost ended up in jail. I thought we were a sisterhood. You're going too far, Margot. It's getting scary. The curfew is now in effect. I should go. Reminder. Me too. The curfew is now in effect. You're not going with them? Nah. I've got nowhere else to be. She's a risk taker now. I like it. Come on. I want to show you something. You're going too fast. We're almost there, you big baby. See? It's beautiful. So are you. This suits you. I feel like the whole world has opened up now that I'm myself. I'm glad. Funny, isn't it? The moon may be dying, but it's this place that's broken. Do you really think Cleo will collapse? Not if I can help it. Give me your hand. I see creativity, compassion, leadership. Leadership? Really? I only tell you what the palm tells me. You're much stronger than you realize. You've already been through so much. Transitioning. That was sort of hard. But look at you now. You'll go on to do great things. This, it has been seen. Why did you bring me here? I have a plan to save Cleo. Oh. But it's dangerous. Whatever it is, I'm in. Hammond isn't here to help. They're building that thing to strip Cleo. To consume her. And we're gonna stop them. We were doing here. Stop. People could get hurt. Margo! Do the rocks tell you what happened to her? No.
They only tell you what you already know. That I had to come here to protect my true home. Well, that's a rough bit of luck. Okay, now do Sheila. She's been all moody lately.